Und wenn das zu lang dauern sollte, gibt's dann leider ein kurzes Match für Mittwoch, wenn das zu lang dauern sollte. So wie das eigentlich bei uns immer der Fall ist, gewesen ist. Es wäre übrigens das erste Mal seit langer, langer, langer Zeit, wenn das hier eine Doppelfolge ist. Ja. Ja, ich habe die meisten Einheiten vernichtet. 37 an der Zahl, das ist doppelt so viel wie die beiden zusammen. Das war nicht gut gespielt von denen, das war einfach nur, der sorgt mit seinen Baningen, sonst ihm war da nix. Scheiße. Ich hätte die Echse denyen sollen und meine Minerals einfach nur ins Pumpen setzen. Ich hab das nicht getan, Fehler von mir. Ich hab nicht damit gerechnet, dass so wieder so eine Schießscheiße kommt. Aber, merke an der Stelle, je höher die Liga der Gegner, desto größer ist die Chance, dass er einen Schieß macht. Weil, keine Ahnung, hohe Gegner denken, ja, ich spiele keine Taktik gegen die, das sind sie mir nicht wert oder sowas. Hab ich echt das Gefühl. Die denken bestimmt, ja, das sind wir denen nicht wert. Weil ich krieg immer sowas ab, wenn der Gegner hohe Liga ist. Manchmal krieg ich's abgewehrt, in dem Fall wäre mehr besser gewesen, ich hätte mehr pumpen müssen. Wir hätten beide mehr pumpen müssen, deutlich mehr. Der andere Typ hat ja schon mehr, einer von denen hat ja schon mehr gefehlt wie beide zusammen. An Army. Der Zerg hat durchgeladen, du hast durchgeladen, ich habe durchgeladen, fehlt nur noch Zox Wilden. Aber die kennen sich, die beiden, dementsprechend selber Clan. Mal schauen, wie die spielen. Aber bis jetzt ist die Woche eigentlich noch ganz gut gewesen. Trotz der Niederlage gerade. Selbst wenn wir nochmal verlieren sollten, ist es immer noch eine gute Woche gewesen, weil Negativstatistik kann gar nicht mehr rauskommen. Ich bin lila. Nicht türkis, glaube ich, oder? Ja, du bist türkis. Bäh. Ja. Ich mag beide Farben. Ja, lila mag ich auch, aber türkis ist irgendwie nicht so ganz meins. Weiß nicht. Brrr, draußen ist kalt. Ich habe Fenster drin offen. Drin auch. Ja, ich habe Fenster offen. Ja, du lebst auch mit der Kälte. Ich nicht. Ich will auch nicht mit Kälte leben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Na, ich bleib mal hier. Ich gehe eh scouten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hast du eigentlich immer noch die englische Sprache drin? Ja. Okay. Werde ich auch nie wieder rausnehmen. Ich finde die englische deutlich besser wie die deutsche. Das heißt jetzt nicht, dass die deutsche schlecht ist, Leute. Das heißt einfach nur, die englische gefällt mir besser. Die deutsche Synchro ist auch gut. Generell ist bei Blizzard-Spielen Deutsch, Englisch immer die Synchro sehr, sehr gut. Kann man eigentlich nie meckern, aber ich bin halt kein... Ja, StarCraft... Ich benutze eh die meisten Begrifflichkeiten ins Englische, also... Pff. Der Terra hat sich vorne aufgebaut, der andere ist Zerg. Hat bestimmt einen Pool gesetzt, die Sau. Komm, zeig mir deinen Brutsteinpool. Ja, war ja klar. Und das Gas. Das ist aber an beiden langsamer wie ich. Ich habe sowohl als auch schneller gemacht wie er. So, gucken wir mal bei der Hauptbase. Gas. Gas habe ich schon besetzt. Also da kommen bestimmt Reaper. Wenn er frühes Gas macht, sollten eigentlich Reaper kommen. Hier eine normale Reaper-Taktik. Er hat seine Kaserne fertig. Barrack beziehungsweise. Er hat die früh gesetzt. Muss ich an der Stelle mal erwähnt haben. Der hat geäxt, der Zerg. Ja. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Marines, okay. Der pumpt einfach durch mit Marines durch. Na toll, jetzt muss ich hier unten aufmachen, weil mein doofer, beschissener Worker das wieder nicht alleine gebacken bekommt. Ach, willst du hinten bei mir in die Base rein? Reaper incoming bei mir. Bau schneller, doofer Worker. Er geht mir mal voll auf die Eier, wenn sowas kommt. So, Feck kommt bei mir zuerst und dann kommt die Echse. Ist die sichere Methode.
bauen. Weil dann kann ich schon darauf reagieren, wenn Panzer kommen. Jetzt kommt bei mir die Echse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Passt auch vom Bild her perfekt in meine Order. Der zweite Rächer. Und auf geht's. Nehmen wir den Zerg-Spieler. Mal ein bisschen ärgern. Da ist es dunkel, ich mag keine schattigen Plätze auf meiner Map. Ihr benötigt mehr und eine zweite Rack, danke. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. In den Schatten. Ihr benötigt mehr Vespingas. Toll. Ich sag meinem Worker, der soll nach rechts gehen. Meinem Typen, der soll nach rechts gehen. Was macht der? Geht frontal in den Gegner rein. Dabei habe ich genau in die gegengesetzte Richtung gedrückt. Genial, Typi. Genial. Also der Terra pumpt aufs vollen Rohr an. Sehr schön, die zweite ist fertig, meine Echse ist durch. Nice! Ach, das kommt ja hier gerade. Das kommt ja hier gerade, ey. Hm? Kommt ja hier gerade, hopp, 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 hopp. Ihr habt nicht genug. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ich bin hier. Not enough Minerales. So, es kommt, wird meine Echse zum Laufen gebracht. Und jetzt geht's los. Anti-Air-Tower sind gestellt. Wo du dabei gerade erwähnst. Ja, muss noch ein paar Depots gerade nachsetzen. Hab mir zu wenig gesetzt. Upgrades kommen. Kommen wir mal nach unten. Ja, du willst Echsen, ne? Ja. Ich muss Echsen. So einen Satz höre ich gerne, kommt nicht so häufig von dir. Nee. Bisschen durchlaufen, gucken, ob nicht hier irgendwas ist. Der gegnerische Overlord, der hat das gesehen. Deine Echse? Ja, der ist da. Wenn er das nicht gesehen hat, dann... Nee, der muss das gesehen haben. Geht gar nicht anders. Na, siehst du? Das überlebt er aber nicht. Ja, Gott sei Dank. Panzer, keine Upgrades, Anti-Air-Tower. Ich will droppen. Go, go. Brauch mehr. Brauch mehr, 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 mehr. Vor allem Panzer brauche ich noch mehr.
kommt gerade relativ schnell und relativ stark. Mutas. Das hab ich gewusst. Ich bin hier in den Schatten. Da sind die Mutas. In die Schatten. Du brauchst, weil wir gegen Mutter spielen, brauchst du Blink, ne? Das weißt du. Ich hab Blink. Okay. Ich bin hier in den Schatten. Willst du hier rein, musst du erstmal an mir vorbei, Kollege Turnschuh. Da oben, oben, oben bei dir. Ja. Die Basis eurer Verbünde finden sie lagert. Schön, dass meine ganzen Typen am Arsch der Welt sind. Aber da habe ich wenigstens schnell drauf reagiert. Seid ihr blöd? Was macht ihr denn? Dumme Marines, ey. Ich bin hier in den Schatten. Ihr benötigt mir das. Tor. Aber der hat echt wenig. Vor allen Dingen hat er alles gemischt. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Das brauche ich noch auf einer Kurztaste. Feuerwaffen-Upgrade ist durch. Da unten, Mutas. Komm zu dir. Nope. Schön, dass du Vikings hast. Ja, schön, dass mein unglaublicher Raven ein dummer Idiot ist. Wieso geht Zielsuchrakete nicht? Willst du mich verarschen? Ich kann ihn nicht anklicken. Zielsuchrakete gerade so? Nö, funktioniert nicht. Top. Ich hab genug Energie und das funktioniert trotzdem nicht. Hier ist eine Negatory, it's blocked, mir doch egal. Ich bin hier. Sollen wir angreifen gehen? Ja. Ich hab hier genug schon abgearbeitet. Nein, ja, da.
dann da. Go, go! So, also ich denke, das Match könnte zu lang gedauert haben. Aber mit Mutas, der muss doch jetzt checken, dass Mutas nichts mehr bringen und eigentlich ummünzen auf was anderes. Eigentlich. Vor allen Dingen habe ich Panzer, ich habe Ravens. Zwei weitere sind gerade übrigens gekommen. Und noch mehr Vikings. Mineralienfeld erschöpft. Da kommt alles. Leute, die Upgrades aber billig. Ich bin hier in den Schatten. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Komm jetzt. Ja, hier. Na, die Bindlinge! Ich krieg das hier alles abgeräumt. Ist alles weg, was sie haben. Ja, weil der Zeug bei mir gestorben ist. Und bei... Oh, schnell rein, schnell rein! Ich habe übrigens fast gar nichts mehr. Du bist da jetzt ein bisschen. What the fuck? Gott, wie traurig war das denn? Ich würde sagen, das lassen wir doch so als zwei Einzelfolgen, oder? Ja. Der letzte Satz, ne? Mhm. Oh man. Cancer all your family. Heißt Cancer denn? Krebs. Lol, danke, nett. Ja, Azador hat zwar viele Matches, aber in dieser Saison noch nichts gespielt eigentlich. In dieser Saison läuft's für den auch noch nicht, aber eigentlich ist er ein guter. Dreimal Gold, viermal Diamant. Ja. Der andere ist ein Lappen eigentlich. 146 Matches. Azador hat auch dick RPM. Generell hat mit 79 RPM ist gar nicht schlecht. Ich habe selber ja nur 61. Aber er ist auch Zerg. Dass er mehr RPM hat wie ich, ist eigentlich klar. Schön, dass der eine von den Gegnern höher war als wir und der andere niedriger und wir so schön dazwischen waren. Okay, bei mir bin ich über den. Ich bin Erster bei mir. Punktübersicht. 62.000. Nee, ich bin beim Wert der Armee, bei der Grafik. Ach so, ja. Sieht ganz hübsch aus eigentlich. In etwa waren wir immer die gleiche. Wert der Armee habe ich gar nicht so hoch gehabt, aber ich war echt böse. Die Mutas übrigens und die Mutas, Zwirklinge und der Terror komplett waren übrigens auf mir drauf. Das heißt, die Banding hast du ganz allein abgekriegt. Ja. Aber Mutas und Co. bringen gegen mich nichts, weil ich hatte meine Raven und habe die Raven direkt benutzt, 6 Anti-Air-Drohnen zu stellen. Flup, flup, flup. Alles, was die Mutas und was die Tor gemacht haben, geht in nix. Ins Nix. Und dann haben sich die Vikings mal ein bisschen an denen bedient und uns alles gepackt. Von denen. Ich habe meine Einheiten dann aber gewastet. Ich habe dann komplett meine Einheiten in die Panzer sterben lassen. Naja, ja, ich habe ein bisschen wenigstens reingeblinkt. Ja, ich hab gedacht, ich hätte noch mehr Marauder, aber es waren nur noch Marines in meinem Count. Dementsprechend ist das dann voll in die Hose gegangen. Gut, ja. Leute, an der Stelle verabschieden wir uns. Morgen gibt's 3 und 3 und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei den Folgen. Wir sehen uns am Montag dann wieder. Mal schauen mit. Ja, natürlich morgen 3 und 3. Ja, aber am Montag mal schauen mit wem. Das ja, genau, ist das gut. Ist das, was ich sagen wollte. Wie gesagt, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.